Herr Leitmeister Fasnacht kommt auch mit einer schlichten Nachricht. Meine Auswahl zu verzeichnen und deswegen haben wir Ersatz. Habe ich aber Ersatz gesagt? Der Mann, wo jetzt kommt, kann niemals Ersatz sein. Er hat viel Erfahrung und er hat viel Erfolg. Er ist ein Meister der Satzstellung und er bringt immer auf den Punkt. Er bringt Menschen viel Freude und er bringt sie zum Lachen. Man könnte ja gerade so weitermachen. Ich sag nur noch eins. So wie das Hinkel braucht sein Gockel, so braucht die Schönauer Fasnacht der Supertrottel. Nun, liebe Leute, geht bei Nacht. Ich hab euch etwas mitgebracht. Martin! Jetzt ist er fortgedacht. Ich hätte nämlich gar keinen Vortrag. Nee. Ah ja, wir sind ja gerade aus dem Urlaub gekommen. Wir waren in Malaria gewesen. Du, meine Frau hat den Tauchkurs gemacht. Die ist schon tagelang getaucht. Dann hat sie gesagt, hey, ich tauche jetzt tagelang. Und du lobst mich überhaupt nicht. Da habe ich gesagt, ich tauche schon immer wieder auf. Malaria, was du Weiber dort, Frauen, Weiber, Emmy Schinner, die am Haar. Da siehst du erst mal, was du verlumpet sein hast. Nee, meine ist schon Perl. Aber ihr Mutter, die Perlmutter. Gestern Abend war ich bei ihr gewesen, da habe ich gesagt, hier mal Perlmutter, ich hätte Hunger. Dann hat sie gesagt, da ist ein Sahnetart und da ist ein Glas Rollmips und wenn du das tust, da ist ein Beigel Milch. Ja, da habe ich geguckt. Dann hat sie gesagt, Milch ist gesund. Ja, und wenn die so redet, keine wieder wird. Ja, dann habe ich die Sahnetart gegessen und dann das Glas Rollmips und dann den Beigel Milch getrunken, weil es gesund ist. Das müssen die Rollmips aber nicht gewiss haben. Mir war schlecht. Oh, war mir schlecht. Dann hat die Perlmutter gesagt, da ist eine Flasche Schnaps, trinkst so 2 bis 4. Und auch ein guter Kerl wie ich bin, hab ich das Fläschchen weggeputzt. Und dann bin ich heimmarschiert, so nachts, um 3, 4, 5. Der Unlauf bei uns so in die Straße rein, noch sehe ich da eine Straße lang wackelt. Jetzt kannst du die nicht rumwampeln lassen. Hab ich die festgehoben, dann sind auch schon auf der anderen Straßenseite die ersten Heizer vorbeikommen. Habe ich gedacht, jetzt musst du nur warten, bis deins dabei ist. Her und auf Emo kommt ja mein Haus. Habe ich Gewissensbisse gekriegt. Da über mein Haus, da über eine Straße lang gewackelt. Habe ich gedacht, lass sie umfallen, ich hätte wieder gemäht. Her ich nieber bei uns an der Gartenzaun und guck meine obers Fenster raus und sag, was machst du da? Habe ich gesagt, ich brech den Morgen an.